habe als kleiner Bub, meine Mutter erzählt es, war ich eigentlich nicht dazu zu bringen, mich mit Worten auszuweisen. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten in der ganz einfachen Kommunikation in meiner Welt. Und ich hatte damals schon immer Tiernamen mir gegeben, selbst gegeben und auch eine Tierstimme. Es war meistens ein Pferd. Es hat einige Personen gegeben, die mir das abgenommen hat. Und ich hatte eine Frage in Viren beantwortet oder in Tierbewegungen. Ich hatte also schon Hilfen mir besorgt gehabt. Und auch diese Skulpturen heute, die sind mir auch so vorgestreckte Fors, die um mich rumbauen, weil ich heute noch Angst habe mit der direkten Konfrontation übers Wort. Also. Ihre Plastiken variieren immer wieder ähnliche Themen. Je öfter ein Thema angegangen worden ist, umso interessanter finde ich es. Das als Kreuz, das finde ich faszinierend, das Thema. Ich brauche dazu keinen Auftrag. Warum haben Sie sich ausgerechnet hier niedergelassen, in Ganzelberg, in Niederbayern? Dieses Niederbayern kann man nicht mit Landschaft und sehr einfach beschreiben. Das ist eine ganz faszinierende Ecke, ein Winkel. Und da ist man auch irgendwo abseits der großen Heerstraßen und es kann sehr allein sein hier. Brauchen Sie diese Einsamkeit? Ja, ich mag es gern. Fühlen Sie sich abhängig von diesem Besitz hier? Wie sehr ich abhängig bin, das könnte ich erst wahrscheinlich erfahren, wenn ich hier weg müsste oder wenn ich hier einfach, wenn das plötzlich wieder zerrinnen würde, so wie es aufgebaut worden ist, dann könnte ich Ihnen diese Frage zeigen, nicht beantworten. Ich könnte sie Ihnen zeigen, wie sehr ich abhängig bin. Ich könnte es mir zeigen, selbst. So vermute ich, dass ich das hier brauche. Ich vermute es. Könnten Sie jetzt noch in jeder beliebigen Umgebung arbeiten? Nein, nein, das kann ich nicht. Ich will auch nicht in jeder Umgebung arbeiten. Diese Umgebung, die gehört zum Arbeits-, das ist Stoff. Ein Atelier ist nicht ein mit Wänden umgrenzter Raum. Das ist ein Arbeitsraum im ganz weiten Sinne. Bei mir in Ganzelberg ist es begrenzt von Misthaufen, von Horizont, von Wechsel der Jahreszeiten. Hier kriegt man ja das alles noch mit. Ich brauche zum Beispiel kein Atelier mit Nordlicht oder irgendwie. Bestimmt, bin mir völlig wurscht, ob ich in der Sonne arbeite, ob ich im Keller arbeite. Aber es muss in einem selbstgewählten Geil sein. Was ist jetzt Geil? Ein Grundstandplatz muss da sein.
Jede Ecke, jeder Winkel in diesem Hof hier wird sorgfältig geplant, arrangiert. Nein, es ist nicht arrangiert, sondern es arrangiert sich. Also ich meine, ein Pferd macht Mist, der Mist braucht einen Platz. Der Platz hat Stimmung. Diese Stimmung bestimmt die Nachbarschaft des Mistplatzes. Und so, die nisten zusammen die Dinge. Das ist ein einziger Nistplatz da. Aber dabei belassen Sie es ja nicht. Sie sind Sammler, passionierter Sammler. Und Sie haben Schwerpunkte gesetzt. Warum gerade Motivbilder? Warum Negerplastik? Ja, ich sammle die Negerplastik so, wie ich Motivbilder sammle. Also, weil es mich rührt, wissen Sie. Weil es mich bewegt. Das ist ein besonders Liebe. Kommt die Negerplastik Ihrem ästhetischen Empfinden besonders entgegen? Oder was reizt Sie daran? Der Seltenheitswert? Ein bisschen die Exklusivität? Ja, natürlich, natürlich. Und dass dieses Ding jetzt hier Herberge findet, hier, und in der Gesellschaft von hunderten anderer Beutestücke sich wohlfühlt, ständigem Gespräch. Und dass ich als Herbergsvater nicht ausgeschlossen bin aus dieser Unterhaltung, in denen also die unglaublichsten Anliegen wirksam sind. Ihre Beutestücke treffen sich immerhin auf beträchtlichem Niveau. Fällt es nicht manchmal schwer, sich zu entscheiden? Wissen Sie, das sind eigentlich keine Entscheidungen, die ich gefällt habe. Man hat Schlagseite und dann handelt man. Ich hatte also einen unwiderstehlichen Drang, wenn ich also es muss sehr gute, ich weiß immer, sehr gut sein, nicht einfach, dass man etwas hat. Und da fahre ich auch weiter, laufe ja weiter, um so ein Ding abzuholen, von dessen Existenz ich erfahren habe. Man sucht natürlich sofort nach formalen Zusammenhängen zwischen den Stücken Ihrer Sammlung und Ihren Skulpturen. Ich glaube, dass der Laie diesen Zusammenhang ruhig suchen soll und soweit er irgendwie Beweise dafür entdeckt, soll er sie notieren. Aber natürlich spinnen die Dinge zusammen. Wir spinnen da herum alle zusammen. Den ganzen Tag in der Früh geht's los. Wer von was und von wem und wieso und wann und wie stark beeinflusst ist, das lasse ich gar nicht feststellen. Wenn ich selber diesen direkten Zusammenhang während der Arbeit oder an einer Arbeit stark verspüren würde, dann würde ich Hemmungen bekommen. Es wäre also für die Arbeit selbst nicht förderlich. Aber da ist Ihre Pferdezucht. Spielt die nicht doch eine Sonderrolle? Ich hätte wahrscheinlich besser beantworten, wenn ich jetzt keine Pferd mehr hätte. Plötzlich. Wenn ich nicht mehr die ganzen Geräusche in den ganzen Tag begleiten. Nachts das Schnaufen, das Scharren, die Anwandlungen, wenn ein Hengst sich in eine Stute verliebt. Die Zwänge. Erkennen Sie die Pferde in Form statt ihre Plastiken? Ich suche sie nicht drin, aber es wird mir gesagt, dass sie da sind. Schauen Sie mal so eine Kugel an, schauen Sie mal jetzt diese Rundung an. Da
ist irgendwann einmal in dem Pedigree dieser Plastik doch ein Pferd. Jojo. Mit ein paar Griffen könnte man aus diesen plastischen Überrei ein Pferd bauen. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich schon mit Pferden? Hm. Immer schon, schauen Sie her. Der ist so alt wie ich. Können Sie sich trotzdem Ihre Arbeit ohne Pferde vorstellen? Das Pferd ist ein derartig integriertes Stück Begleitleben da herum, dass es sicher einen ständigen Einfluss hat. Aber ich nehme, glaube ich, doch meine Einfälle, oder wie soll man sowas nennen, aus meiner Körper- und Geistbeschaffenheit, aus der jeweiligen, aus meinem Aufrechtsein, wenn ich aufrechte Sachen mache, aus meinem Liegen, aus meinem da Niederliegen vielleicht sogar, wenn die Dinge plötzlich da liegen, wenn sie sich zusammenziehen aus einer Pression, wenn sie sich strecken aus einer Offensive, wenn sie sich bündeln aus einer Angst, wenn sie sich steil geben aus einer Frechheit, aus einem Übermut. Solche Zustände können eben eine Arbeit über Wochen begleiten. Sie können oft nicht herhalten, die ganze Arbeitszeit, aber sie sind dann so stark, haben den Prozess angeregt, den Arbeitsprozess, die Sache auf die Reise geschickt, und dann gibt es kein Aussteigen mehr. Zu fast allen Ihren Skulpturen existieren Grafiken. Sind das Vorzeichnungen? Ja. Es sind eigentlich keine Vorarbeiten, es sind eigentlich Begleitarbeiten. Wenn Sie so gefesselt sind an eine Skulptur, die über Wochen und Wochen vorangetrieben und vorangebracht werden soll und auch vorankommt, aber irgendwann stecken Sie dann drin, bleiben stecken, und es geht nicht hinterher und geht nicht vorher. Aber das Ding will eigentlich mehrere Gesichter noch offenbaren, aber das geht nicht, das ist alles festgelegt. Und dann ist es so ein Blatt Papier, da kann man dann das Ganze, was sich da so eingestellt hat während der Arbeit, dann so könnte es auch sein und so könnte es auch sein und vielleicht auch noch so und so und so und so. Und das können es dann loswerden. Da kann ich dann ein paar Tage dann bloß zeichnen. Einfach anfangen, ein Blatt nach dem anderen voll machen, und das hat auch dann zum Schluss auch irgendwie fast einen sportlichen Ehrgeiz sogar, dass ich sage, sonst kommt da, wenn du gut rauskommst. Da habe ich dann eine richtige Freiheit. Warum nennen Sie die Blätter Bilderschriften? Ja, weil es geschriebene Zeichnungen sind. Ich fange an wie bei einem Brief. Ich habe ein leeres Blatt von mir und mache mir Mitteilung. Sie arbeiten fast ausschließlich in Bronze. Das ist ein Grund. Ja, ich finde die Bronze. Ich mag gern Metall. Warum gerade dieses Metall? Ich denke, mich reizt eigentlich nicht so sehr das Material an sich. Ich kann meine Vorstellungen am besten mit
Sprung sie verwirklichen. Ich habe direkt in Steinschuh gearbeitet, viel vor Jahren, in meiner ersten Freizeit nach der Akademie. Da habe ich fast nur Stein gehabt. Auch ich wollte mir eigentlich damals, glaube ich, doch mehr zeigen, wie stark und wie kräftig und was ich alles kann. Und da war der Stein gerade recht. Aber es liegt, ich bin nicht die Natur, die also monatelang an einem Stein dort stehen kann. Ich bin kein Langstreckler. Ich bin eher Kurzstreckler. Ich mag immer wieder ansetzen und immer wieder starten und immer wieder los. Und wie vereinbaren Sie das mit dem immerhin langwierigen Bronzeguss? Ich finde es sehr anregend, wenn der Prozess über verschiedene Materialien läuft der Entwicklungsprozess einer Plastik. Nicht nur über verschiedene Größen und Maßstabsveränderungen, sondern auch Wachs, Ton, Gips. Das sind lauter Bewährungsstadien. Und dann die große Frage, wie hält es die Umsetzung, wie hält das Ding die Umsetzung ins Metall aus? Was soll der Betrachter bei Ihren Plastiken assoziieren? Und zwar möchte ich gern, dass der Betrachter die Assoziationen, die mich während der Arbeit bewegen, dass er diesen Prozess, den ich durchlebt habe und den ich fixiert habe, nachvollziehen kann. Was bedeutet Ihnen der Lehrstuhl für plastisches Gestalten an der Technischen Universität in München? Ich empfinde mich ja nicht als Lehrer, als Pädagoge. Also ich bin ja aus der Freien Wildbahn geholt worden und da installiert worden. Ich suche diese Konfrontation eben mit diesem Jungen und gehe eigentlich in so eine Auseinandersetzung wie in einen Ring. Ich verlasse sie auch meistens so, wie man einen Ring verlässt, blessiert oder auch mal besiegt, aber auch mal unbesiegt. Beeinflusst Sie diese Tätigkeit in Ihrer Arbeit als Bildhauer? Die beeinflusst mich. Und ich bin Bildhauer. Sie haben die Brunnenplastik für das World Trade Center in New York entworfen und ausgeführt. Und so ein Auftrag, der trifft einen vielleicht einmal im Leben. Man kann es ja gar nicht damit rechnen. Es ist sicher die größte Bronze, die nach dem Krieg in einem Stück, also in Europa, gegossen worden ist. Und es ist ein sehr, sehr schwieriger Guss. Wussten Sie, dass Sie dafür eins ein Atelier bauen mussten? Ja, das wusste ich. Dieses Bauwerk hat mich also fast so interessiert wie die Kugel selber. Ich habe mich sehr bemüht, den so in die Landschaft zu setzen, dass er hier diese Arbeit ermöglicht, aber später mich nicht irgendwo durch seine großen Ausmaße ständig an Großplastiken mahnt. Er steht jetzt drunten, denn wenn man so vorbeikommt, kann man ihn für ein großes landwirtschaftliches Gebäude halten. Lautete der Auftrag eine Kugel? Einen großen Brunnen für die Platzer. Sonst nichts. Hatten Sie Alternativvorschläge? Nein, hatte ich keine. Ich habe natürlich eine Menge durchgekaut und durchgewalkt in der Werkstatt, aber als ich die Kugel hatte, hatte ich keine mehr Alternative.
Warum sind Sie so sicher, ausgerechnet eine Kugel mitten in den Wolkenkratzer? Da befinde ich mich in einer David-Goliath-Situation. Allerdings, damit möchte ich nicht behaupten, dass ich irgendwelche Chancen habe gegen diesen Goliath. Wenn, dann sind es Überlebenschancen. Also hat Angst diese Lösung mitprovoziert? Ja. Eine sehr große Angst hat mitbestimmt, glaube ich, da. Wie kann ich mich jetzt da nur behaupten, dass ich da nicht geschluckt wäre einfach? Meine Mittel als Bildhauer sind doch sehr beschränkt, wenn man mit so einer, in so eine Arena tritt. Die Gebäude sind 410 Meter hoch. Das ist jetzt, glaube ich, die höchsten. Das ist die Kugel. Die steht auf einer im Durchmesser 25 Meter großen schwarzen Porphyrscheibe. Unter der Bronze quetscht es einen Wasserschwall hervor, der über die Scheibe fließt und dann runterstürzt in einen Ringkanal. In der Sekunde sind es 600 Liter Wasser. Das ist also wie ein Zyklopenauge. Die Skulptur dreht sich ja mechanisch dann später in einer Viertelstunde einmal um sich selbst, sodass man fixiert in den verschiedenen Büros und nicht immer einen anderen Mirage hat, wieder was anderes sieht. Ich habe jetzt keine Drehscheiben da. Das ist sehr schwer. Schauen Sie, das ist. Hat auch was von einem Helm, von einem, so einem Footballspielerhelm oder von einer Schutzmaske, von einem Astronauten, Besteck und das alles vielleicht drin, weiß nicht. Hat sich das nachher erst ergeben, diese Interpretationsmöglichkeit? Nein, das war. Ja, nachher und zu die. Wissen Sie, wenn man von Ganzelberg aus hier, von diesem kleinen Kopf da, sich da drüben jetzt behaupten soll, und es ist furchtbar schwer, das lebendig zu halten über diesen Riesenraum, dann muss ich sagen, habe ich mich vielleicht angezogen hier für den Auftritt in der Arena in New York. Was war New York? Eine völlig neue Dimension? Nein, diese Dimension ist Ganzelberg. New York ist lediglich da. Das ist keine New Yorker Dimension, sondern das ist die Ganzelberger Dimension in New York. April 74. Ganzelberg spürt den Wellenschlag einer anderen wichtigen Etappe im Schaffen des Künstlers. Die Bayerische Staatsgemäldesammlung für moderne Kunst feiert Fritz Königs 50. Geburtstag mit einer Einzelausstellung im Haus der Kunst in München. Vorübergehend wird eine Art Luxusasyl für Königs Plastiken aufgehoben, ein privates Reservat auf einem Hügel unweit vom Hof. Das ist wie eine schöne Alm, wenn ein Bauer eine gute Alm hat und du weißt, Mensch, da meine Kühe, die müssen sich da wohlfühlen. So geht es mir da mit diesem Buckel. Die Skulpturen treten mit an zu dieser umfassenden Retrospektive über 30 Jahre Bildhauerarbeit. Zu dieser Zwischenbilanz, deren Bedeutung durch den ungewöhnlichen und unüblichen Rahmen der Ausstellung markiert und bestimmt ist. Thank you.
Ja, ich komme also von dieser Plastik weg, die nur in Bronze möglich ist. Hier sind einige Arbeiten entstanden, bei denen es mir nicht mehr ganz wohl ist, dass sie hohl sein müssen. Und das hat mich eigentlich auf den Stein gebracht. Es wird besser, wenn es eben kompakt ist. Dasselbe Ding, also lebensfähiger, wichtiger. Ist das eine Tendenz für Ihre Weiterarbeit? Ich weiß nicht. Ihre Situation beim Aufbau dieser Ausstellung? Das sind Konfrontationsängste sicher dabei. Da kann man sich nicht mehr aus, wissen Sie, da kann man letztlich auch nicht mehr den kleinsten Umweg um sich selbst machen. Es ist eine Prangersituation und auch wenn die Leute unten lachen, irgendwann ist es ungemütlich. Auch wenn sie einen nicht verurteilen, aber irgendwo ist es sauer. Der schönste Moment beim Aufstellen dieser Ausstellung war eigentlich das, wie die erste Bronze in diesem großen, unbarmherzigen Wickelsaal des Haus der Kunst reingefahren worden ist. Und ich habe also, hab die Plastik beobachtet und der hat das gar nichts ausgemacht. Die hat nicht verloren, die hat sich hingestellt, hat sich behauptet und hat weiter gelebt ohne jede Beeinträchtigung. Ich habe mir gedacht, jetzt die anderen, die machen das genauso. Das mit dem vor der Säule stehen, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Das kann man mal schwimmen, aber die beiden sicher nicht. Eine muss vor. Wahrscheinlich die da drüben. Wahrscheinlich die große. Damit die schwarze, die steht ja ursprünglich da, aber ich will sie nicht in der Kurve stellen. Die steht da so schön. Ah, ich bin da. Hatten Sie Furcht, dass sich die Plastiken gegenseitig erschlagen könnten? Nein, dass sie sich gegenseitig totschlagen nicht. Ich habe sie ja nur gekannt, hauptsächlich draußen im Freien oder vereinzelt aufgestellt, auf günstigen Plätzen, gut serviert. Aber hier mussten sie ja alle in einen Topf. Gell? Sind nicht gerade die großen Skulpturen doch in eine bestimmte Umgebung konzipiert? Nein, sie sind nicht in eine bestimmte, sie sind nur im viel Freiraum. Ich glaube, dass eine Skulptur sich einfach überall behaupten, dass es gut ist, wenn sie sich unter den, nicht nur unter günstigen Bedingungen gut platziert, gut beleuchtet behaupten soll, sondern gerade in ungünstigen. Und wenn Sie zum Beispiel in ein Depot gehen und sehen, also, und da stehen die Dinge da einander, wie ein Holzscheitel oder wie die Kugelröhre in einem Keller oder irgendwo. Und wenn es da noch nicht kaputt werden, dann passiert aber draußen nichts mehr. Jetzt sind Schwierigkeiten mit dieser Kante, wo wir heute stehen. Fritz, servus. Das Beunruhigende ist, dass heute in einer immer mobiler werdenden Gesellschaft ein fester Aufstellungsort nicht mehr glaubhaft ist. Ich kann nicht damit rechnen, dass die Plastik in 10 Jahren noch dort steht. Es wird heute umgewälzt und umgegraben und verschickt und deportiert nach allen Richtungen. Es kann eine Sache gar nicht mehr wurzeln und wenn sie wurzelt, kann sie nicht teilhaben am Geschehen. So ist es doch. Und darum kann eigentlich mein ganzer Wunsch nur dahin gehen und meine ganze Absicht, diese unabhängig von einer bestimmten Verwendung sogar zu machen. Sie so autark zu machen, dass sie also aus sich selbst ernährt und auf keine Zuwendungen angewiesen ist. Ob man die da hinten nicht noch so...
Immer wieder fallen Plastikgruppen auf. Ein Thema wird durchgespielt, abgelegt, von Neuem aufgegriffen, weiterentwickelt, scheint erschöpft, ist es nicht, findet eine neue Formulierung. Zwei, zu zweit, Zweisamkeit, Zwietracht, Zwiespalt, Zweifel, Zwang, Paar, Paarweise, als Paar, das Paar, Paarung, Paare. Nein, da kommt nichts hin, eben nicht. Der kommt. Seit der New Yorker Kugel kriege ich die Kugel nicht mehr los. Und ich arbeite sie, fast möchte ich sagen, in dieser Reihe ab. Die Faszination hat noch nicht aufgehört. Wir können in jedem Schädel eine Kugel sehen, in jeder Kugel einen Schädel. Kugelreliefs nenne ich sie ganz fassend. Die speziell Landschaft. Sind diese Kreuze für Kirchen gedacht? Nein, nicht. Sie können vielleicht in Kirchen aufgestellt werden. Und ich finde das Kreuz eine so großartige Körperhaltung. Wenn Sie sich hinstellen und die Arme ausbreiten, sind Sie Kreuz. Dann ist es ein Haltungszustand, den ich ausdrücke. Also wäre das Kreuz in dem Fall eine Plastik, mit der man leben könnte? Leben können müsste. Ohne konfessionell gebunden nein, zu sein? Nein, 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 das braucht sie nicht. Das würde mich stören, wenn es die Voraussetzung wäre. Ist es Projektion oder erkennt man einen Körper? Nein, sie sollen auch gar keinen Körper erkennen. Sie sollen nur einen Körper, es körperlich empfinden. Dort, wo Körper erwartet wird, sollen sie körperliches Mitgefühl entwickeln. Dort wird geschunden, geknautscht, das ist die Strangulation dieser Form. Können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihren eigenen Grabstein entwerfen? Vielleicht arbeitet man immer auch am eigenen Grabstein. Ich denke natürlich nicht dran, mir jetzt den Grabstein zu entwerfen, aber vielleicht arbeitet man an sowas wie am eigenen Grabstein pausenlos. Mit den Gedanken, den eigenen Grabstein zu machen, jedenfalls beruhigender wie den, irgendeinen zu bekommen. Das sind meine Vergriechphasen. Und wenn man irgendwo so auf dem Bau gearbeitet hat, an großen Sachen, dann macht es mir nicht Spaß, so weiterzumachen, sondern dann zurück vom großen Atelier auf den Küchentisch. Das ist irgendwo so für irgendeinen mitschleppbaren Nomadenbesitz. Seit seiner Akademiezeit bei Anton Hiller in München zeichnen mit schöner Regelmäßigkeit Erfolge bei Ausstellungen und Wettbewerben, Stipendien, Kunst- und Kulturpreise, internationale Anerkennungen Fritz Königs Laufbahn. Das, was da zurückliegt, diese frühen Arbeiten, die besten davon sind unabhängig von meiner, habe ich so das Gefühl, von meiner Zuneigung. Die sind abgenabelt, die führen ihr Leben weiter. Da muss ich keine Stellung dazu nehmen. Die haben sich selbstständig gemacht. Ich war nie in einer Verfassung, wo ich gesagt habe, so, ich muss es ausstellen. Es ist immer wieder von außen der Wunsch an mich herangetragen worden, auszustellen. Und je nachdem, wie meine Bereitschaft war, habe ich gern Ja gesagt oder auch Nein.
Wissen Sie, die Allgegenwart der Kunst aller Zeiten ist so unverdrängbar. Es ist alles da. Alle Bemühungen der Menschheit um Verbildlichung sind gleichzeitig gegenwärtig. Da ist es jetzt nur eine Frage, ob ich jetzt tatsächlich ausstelle, also mich messe, also körperlich messe oder nur geistig. Auch ein Landschaft. Diese Landschaft, dieser Rücken, dieser Rinderrücken. Der Idee nach ist das Votiv ein Gebilde, das dem Verlöbnis ein dauerndes Mal und Memento setzt. Im Augenblick einer Gefahr, in einer Situation der Not, des Elends, im Zustand des körperlichen oder seelischen Schmerzes, in Kummer und Anfechtung, verlobt sich eine Person einem Heiligen, der Mutter Gottes, einer göttlichen Person oder zu einem Ort der Gnaden und Wunder, mit der Bitte und dem Wunsch, durch den Beistand des angerufenen Heiligen oder durch die angerufene Gottheit aus der augenblicklichen irdischen Bedrängtheit befreit zu werden. Wann haben Sie angefangen, Motive zu machen? Zu machen? Ja. 1959, glaube ich, war das erste Plastik, die ich so genannt habe. Sammeln tue ich die Dinge schon lang. Und sind Sie durch Sammeln draufgekommen? Nein, eigentlich nicht. Ich lebe hier in einer Gegend, in der das Votiv irgendwo, der Gedanke, das noch sehr lebendig ist. Ich brauche nicht bloß in so einige Kirchen gehen hier in der Umgebung. Es gibt überall noch Votivbilder. Sie müssen zwar halt angenagelt werden, nicht gestohlen werden, aber ganz in der Nähe sind Votivkirchen. Brauchen Sie einen Anlass, um eine Skulptur als Votiv zu gestalten? Nein, nicht. Doch, manchmal schon. Ich habe ein paar Mal Augen vertieft gemacht. Da hat es bei mir in die Augen gefällt. Aber nicht grundsätzlich? Nein, nicht grundsätzlich. Wissen Sie, das Votiv ist nicht eine Geschichte in einer Geschichte, in meiner Geschichte, sondern es ist ein sehr wichtiger Grundanliegen meiner Arbeit. Es ist nicht zufällig, dass da plötzlich mir einfällt, jetzt mache ich Motive, sondern mehr oder weniger sind alle Arbeiten Motiv verwandt, ob das jetzt Epitaphe sind oder... wird schnell aufgehen, welch strenger, formaler Logik Fritz Königs Arbeiten folgen. Meine ich nicht im Sinne jener Interpreten, die in Verkehrung der positivistischen Überzeugungen des 19. Jahrhunderts heute meinen, dass es einen folgerichtigen Weg von der natürlichen zur abstrakten Kunstform gäbe. Für Fritz König bilden die Kategorien. Die Ausstellung war der Öffentlichkeit übergeben. Was passierte? Ja, dann, das ist vielleicht so, wie wenn ein Sportler nach einer anstrengenden Sache ans Ziel kommt und da stehen dann die Leute. Oder, denn es ist ja nicht so wie bei einem Musiker, der
vor dem Publikum jetzt erst auftritt. Ich trete ja eigentlich ab. Zustimmung, ich meine, da ist das Dasein einfach der Menschen, die Zustimmung. Man hat ja gar nicht, ist ja gar nicht imstande, in so einem Moment jetzt irgendwo irgendwie zu messen. Der ist so alt wie ich. Können Sie sich trotzdem Ihre Arbeit ohne Pferde vorstellen? Das Pferd ist ein derartig integriertes Stück Begleitleben da herum, dass es sicher einen ständigen Einfluss hat. Aber ich nehme, glaube ich, doch meine Einfälle, oder wie soll man sowas nennen, aus meiner Körper- und Geistbeschaffenheit, aus der jeweiligen, aus meinem Aufrechtsein, wenn ich aufrechte Sachen mache, aus meinem Liegen, wenn sie, aus meinem Da-Niederliegen vielleicht sogar, wenn die Dinge plötzlich da liegen, wenn sie sich zusammenziehen aus einer Pression, wenn sie sich strecken aus einer, ja, aus einer Offensive, wenn sie sich bündeln aus einer Angst, wenn sie sich steil geben aus einer Frechheit, aus einem Übermut. Solche Zustände können eben eine Arbeit über Wochen begleiten. Sie können oft nicht herhalten, die ganze Arbeitszeit, aber sie sind dann so stark, die Sache, haben den Prozess angeregt, den Arbeitsprozess, die Sache auf die Reise geschickt, und da gibt es kein Aussteigen mehr. Zu fast allen Ihren Skulpturen existieren Grafiken. Sind das Vorzeichnungen? Ja, es sind eigentlich keine Vorarbeiten, es sind eigentlich Begleitarbeiten. Wenn Sie so gefesselt sind an eine Skulptur, die über Wochen und Wochen vorangetrieben und vorangebracht werden soll und auch vorankommt, aber irgendwann stecken es dann drin, bleiben stecken, und es geht nicht hinter und geht nicht vierlich. Aber das Ding will eigentlich mehrere Gesichter noch offenbaren. Aber das geht nicht, das ist alles festgelegt. Und dann ist es so ein Blatt Papier, da kann man dann das Ganze, was sich da so eingestellt hat, während der Arbeit an
so könnte es auch sein und so könnte es auch sein und vielleicht auch noch so und so und so und so. Und das können Sie dann loswerden. Da kann ich dann ein paar Tage dann bloß zeichnen. Einfach anfangen, ein Blatt nach dem anderen voll machen. Und das hat auch dann zum Schluss auch irgendwie fast einen sportlichen Ehrgeiz sogar, dass ich sage, sonst kommt da, wenn du gut rauskommst. Da habe ich dann eine richtige Freude. Warum nennen Sie die Blätter Bilderschriften? Ja, weil es geschriebene Zeichnungen sind. Ich fange an, ist man auch irgendwo abseits der großen Heerstraßen. Und es kann sehr allein sein hier. Brauchen Sie diese Einsamkeit? Ja, ich mag es gern. Fühlen Sie sich abhängig von diesem Besitz hier? Wie sehr ich abhängig bin, das könnte ich erst wahrscheinlich erfahren, wenn ich hier weg müsste oder wenn ich hier einfach, wenn das plötzlich wieder zerrinnen würde, so wie es aufgebaut worden ist, dann könnte ich Ihnen diese Frage zeigen, nicht beantworten. Ich könnte sie Ihnen zeigen, wie sehr ich abhängig bin. Ich könnte es mir zeigen, selbst. So vermute ich, dass ich das hier brauche. Ich vermute es. Könnten Sie jetzt noch in jeder beliebigen Umgebung arbeiten? Nein, das kann ich nicht. Ich will auch nicht in jeder Umgebung arbeiten. Diese Umgebung, die gehört zum Arbeits-, das ist Stoff. Ein Atelier ist nicht ein mit Wänden umgrenzter Raum. Das ist ein Arbeitsraum im ganz weiten Sinne. Bei mir in Gansenberg ist es begrenzt von Misthaufen, von Horizont, von Wechsel der Jahreszeiten. Hier kriegt man ja das alles noch mit. Ich brauche zum Beispiel kein Atelier mit Nordlicht oder irgendwie. Bestimmt, bin mir völlig wurscht, ob ich in der Sonne arbeite, ob ich im Keller arbeite. Aber es muss in einem selbstgewählten. Ausstellungen und Wettbewerben, Stipendien, Kunst- und Kulturpreise, internationale Anerkennungen, Fritz Königs Laufbahn. Das, was da zurückliegt, diese frühen Arbeiten, die besten davon sind unabhängig von meiner, habe ich so das Gefühl, von meiner Zuneigung. Die sind abgenabelt, die führen ihr Leben weiter. Da muss ich keine Stellung dazu nehmen. Die haben sich selbstständig gemacht. Wo haben wir denn das Hochformat des Farbigen? Ich war nie in einer Verfassung, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich ausstellen. Es ist immer wieder von außen der Wunsch an mich herangetragen worden, auszustellen. Und je nachdem, wie meine Bereitschaft war, habe ich gern Ja gesagt oder auch Nein. Wissen Sie, die Allgegenwart der Kunst aller Zeiten ist so unverdrängbar. So. Es ist alles da. Es sind alle Bemühungen der Menschheit um Verbildlichung sind gleichzeitig gegenwärtig.
Da ist es jetzt nur eine Frage, ob ich jetzt tatsächlich ausstelle, also mich messe, also körperlich messe oder nur geistig. Auch ein Landschaft. Diese Landschaft, dieser Rücken, dieser Rinderrücken. Der Idee nach ist das Motiv ein Gebilde, das dem Verlöbnis ein dauerndes Mal und Memento setzt. Im Augenblick einer Gefahr, in einer Situation der Not, des Elends, im Zustand des körperlichen oder seelischen Schmerzes, in Kummer und Anfechtung, verlobt sich eine Person einem Heiligen, der Mutter Gottes, einer göttlichen Person oder zu einem Ort der Gnaden und Wunder, mit der Bitte und dem Wunsch, durch den Beistand des angerufenen Heiligen oder durch die angerufene Gottheit aus der augenblicklichen irdischen Bedrängtheit befreit zu werden. Wann haben Sie angefangen, Motive zu machen? Zu machen? Ja. 1959, glaube ich, war das erste Plastik, die ich so genannt habe. Sammeln tue ich die Dinge schon lang. Und sind Sie durch Sammeln draufgekommen? Nein, eigentlich nicht durch. Ich lebe hier in einer. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich schon mit Pferden? Immer schon, schauen Sie her. Der ist so alt wie ich. Können Sie sich trotzdem Ihre Arbeit ohne Pferde vorstellen? Das Pferd ist ein derartig integriertes Stück Begleitleben da herum, dass es sicher einen ständigen Einfluss hat. Aber ich nehme, glaube ich, doch meine Einfälle, oder wie soll man sowas nennen, aus meiner Körper- und Geistbeschaffenheit, aus der jeweiligen, aus meinem Aufrechtsein, wenn ich aufrechte Sachen mache, aus meinem Liegen, wenn sie, aus meinem Da-Niederliegen vielleicht sogar, wenn die Dinge plötzlich da liegen, wenn sie sich zusammenziehen aus einer Pression, wenn sie sich strecken aus einer, ja, aus einer Offensive, wenn sie sich bündeln aus einer Angst, wenn sie sich steil geben aus einer Frechheit, aus einem Übermut. Solche Zustände können eben eine Arbeit über Wochen begleiten. Sie können oft nicht herhalten, die ganze Arbeitszeit, aber sie sind dann so stark, die Sache, haben den Prozess angeregt, den Arbeitsprozess, die Sache auf die Reise geschickt, und dann gibt es kein Aussteigen mehr. Zu fast allen Ihren Skulpturen existieren Grafiken. Sind das Vorzeichnungen? Ja, es sind eigentlich keine Vorarbeiten, es sind eigentlich Begleitarbeiten. Wenn Sie so gefesselt sind an eine Skulptur, die über Wochen und Wochen vorangetrieben und vorangebracht werden soll und auch vorankommt, aber irgendwann stecken es dann drin, bleiben stecken, und es geht nicht hinter und geht nicht vierig. Aber das Ding will eigentlich mehrere Gesichter noch offenbaren, aber es geht nicht, das ist alles festgelegt, und dann ist es so ein Blatt Papier. Da kann man dann das Ganze, was sich da so eingestellt hat, während der Arbeit an, so könnte es auch sein und so könnte es auch sein und vielleicht auch noch so und so und so und so. Und das können sie dann loswerden. Da kann ich dann ein paar Tage dann plötzlich da liegen. Wenn sie sich zusammenziehen aus einer Pression, wenn sie sich strecken aus einer, ja, aus einer Offensive, wenn sie sich bündeln aus einer Angst, wenn sie sich steil geben aus einer Frechheit, aus einem Übermut. Solche Zustände können eben eine Arbeit über Wochen begleiten.
Sie können oft nicht herhalten, die ganze Arbeitszeit, aber sie sind dann so stark, die Sache, haben den Prozess angeregt, den Arbeitsprozess, die Sache auf die Reise geschickt und dann gibt es kein Aussteigen mehr. Zu fast allen ihren Skulpturen existieren Grafiken. Sind das Vorzeichnungen? Ja, es sind eigentlich keine Vorarbeiten, es sind eigentlich Begleitarbeiten. Und Sie, wenn Sie so gefesselt sind an eine Skulptur, die über Wochen und Wochen vorangetrieben und vorangebracht werden soll und auch vorankommt, aber irgendwann stecken es dann drin, bleiben stecken und es geht nicht hinter und geht nicht vierlich. Aber das Ding will eigentlich mehrere Gesichter noch offenbaren, aber das geht nicht, das ist alles festgelegt. Und dann ist es so ein Blatt Papier, da kann man dann das Ganze, was sich da so eingestellt hat, während der Arbeit an, so könnte es auch sein und so könnte es auch sein und vielleicht auch noch so und so und so und so. Und das können es dann loswerden. Da kann ich dann ein paar Tage dann bloß zeichnen, einfach anfangen, ein Blatt nach dem anderen voll machen. Und das hat auch dann zum Schluss auch irgendwie fast einen sportlichen Ehrgeiz sogar, dass ich sage, wenigstens Kind, da, wenn du gut rauskommst, da habe ich dann eine richtige Freude. Warum nennen Sie die Blätter Bilderschriften? Ja, weil es geschriebene Zeichnungen sind. Ich fange an wie bei einem Brief. Ich habe ein leeres Blatt von mir und mache mir Mitteilung. Sie arbeiten fast ausschließlich in Bronze. Hat es einen Grund? Ja, ich finde die Bronze, ich mag gern Metall. Warum gerade dieses Metall? Ich denke, mich reizt eigentlich nicht so sehr das Material an sich. Ich kann meine Vorstellungen am besten mit Bronze verwirklichen. Also von dieser Plastik weg, die nur in Bronze möglich ist. Hier sind einige Arbeiten entstanden, bei denen es mir nicht mehr ganz wohl ist, dass sie hohl sein müssen. Und das hat mich eigentlich auf den Stein gebracht. Es wird besser, wenn es eben kompakt ist. Dasselbe Ding, also lebensfähiger. Wichtiger. Ist das eine Tendenz für Ihre Weiterarbeit? Ich weiß nicht. Ihre Situation beim Aufbau dieser Ausstellung? Das sind Konfrontationsängste sicher dabei. Da kann man sich nicht mehr aus, wissen Sie. Da kann man letztlich auch nicht mehr den kleinsten Umweg um sich selbst machen. Es ist eine Prangersituation und auch wenn die Leute unten lachen, irgendwann ist es ungemütlich. Auch wenn sie einen nicht verurteilen. Aber irgendwo ist es sau. Der schönste Moment beim Aufstehen dieser Ausstellung war eigentlich das, wie die erste Bronze in diesem großen, unbarmherzigen Mittelsaal des Haus der Kunst reingefahren worden ist. Und ich habe also, hab die Plastik beobachtet und der hat das gar nichts ausgemacht. Die hat nicht verloren, die hat sich hingestellt, hat sich behauptet und hat weiter gelebt ohne jede Beeinträchtigung. Da habe ich mir gedacht, jetzt, die anderen, die machen das genauso. Und
das mit dem vor die Säulen stehen, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber das kann man mal stimmen. Aber die beiden sicher nicht. Eine muss vor. Nein, eine muss vor. Eine muss eine vor. Muss vor. Wahrscheinlich die da drüben. Wahrscheinlich die größte, die große. Damit sie nicht so die schwarze, die steht ja ursprünglich da. Aber ich will sie nicht in der Kurve stellen. Sind sie nicht da? Die steht ja so schön. Ah, ich bin da. Hatten Sie Furcht, dass sich die Plastiken gegenseitig erschlagen könnten? Nein, dass sie sich gegenseitig nicht mehr glaubhaft ist. Ich kann nicht damit rechnen, dass die Plastik in 10 Jahren noch dort steht. Es wird heute umgewälzt und umgegraben und verschickt und deportiert nach allen Richtungen. Es kann eine Sache gar nicht mehr wurzeln, und wenn sie wurzelt, kann sie nicht teilhaben am Geschehen. So ist es doch. Und darum kann eigentlich mein ganzer Wunsch nur dahin gehen und meine ganze Absicht, diese Plastik unabhängig von einer bestimmten Verwendung sogar zu machen. Sie so autark zu machen, dass sie also aus sich selbst ernährt und auf keine Zuwendungen angewiesen ist. Ob man die da hinten nicht noch so. Schauen Sie mal. Oh, ja. Ja, natürlich. Ja. Immer wieder fallen Plastikgruppen auf. Ein Thema wird durchgespielt, abgelegt, von neuem aufgegriffen, weiterentwickelt, scheint erschöpft, ist es nicht, findet eine neue Formulierung. Zwei, zu zweit, Zweisamkeit, Zwietracht, Zwiespalt, Zweifel, Zwang, Paar, Paarweise, als Paar, das Paar, Paarung, Paare. Nein, da kommt nichts hin, eben nicht. Der kommt. Seit der New Yorker Kugel kriege ich die Kugel nicht mehr los. Und ich arbeite sie, fast möchte ich sagen, in dieser Reihe ab. Die Faszination hat noch nicht aufgehört. Wir können in jedem Schädel eine Kugel sehen, in jeder Kugel einen Schädel. Kugelreliefs nenne ich sie ganz fassend. Die spezielle Landschaft. Sind diese Kreuze für Kirchen gedacht? Nein, nicht. Sie können vielleicht in Kirchen aufgestellt werden. Und ich finde das Kreuz eine so großartige Körperhaltung. Wenn Sie sich hinstellen und die Arme ausbreiten, sind Sie Kreuz. Dann ist es ein Haltungszustand, den ich ausdrücke. Also wäre das Kreuz in dem Fall eine Plastik, mit der man leben könnte? Leben? Können müsste. Ohne konfessionell gebunden nein, zu sein? Nein, 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 das braucht sie nicht. Das würde mich stören, wenn es die Voraussetzung wäre. Ist es Projektion oder erkennt man einen Körper? Nein, sie sollen auch gar keinen Körper erkennen. Sie sollen nur einen Körper, es körperlich empfinden. Dort, wo Körper erwartet wird, sollen sie. Kommt die Megaplastik Ihrem ästhetischen Empfinden besonders entgegen? Oder was reizt Sie daran? Der Seltenheitswert? Ein bisschen die Exklusivität? Ja, natürlich, natürlich. Und dass dieses Ding jetzt hier Herberge findet, hier, und in der Gesellschaft von hunderten anderer Beutestücke sich wohlfühlt, ständigem Gespräch, und dass ich als Herbergsvater nicht ausgeschlossen bin aus dieser Unterhaltung, in denen also die unglaublichsten Anliegen wirksam sind. Ihre Beutestücke treffen sich immerhin auf beträchtlichem Niveau. Fällt es nicht manchmal schwer, sich zu entscheiden? Wissen Sie, das sind eigentlich keine Entscheidungen, die ich gefällt habe. Man hat Schlagseite. Und dann handelt man. Ich hatte also einen unwiderstehlichen Drang, wenn ich also gute, es muss sehr gute, ich weiß immer, sehr gut sein, nicht einfach, dass man was hat. Und da fahre ich auch weiter, laufe ich auch weiter, um so ein Ding abzuholen, von dessen Existenz ich erfahren habe.
Man sucht natürlich sofort nach formalen Zusammenhängen zwischen den Stücken ihrer Sammlung und ihren Skulpturen. Ich glaube, dass der Laie diesen Zusammenhang ruhig suchen soll und soweit er irgendwie Beweise dafür entdeckt, soll er sie notieren. Aber natürlich spinnen die Dinge zusammen. Wir spinnen da herum alle zusammen. Den ganzen Tag in der Früh geht's los. Wer von was und von wem und wieso und wann und wie stark beeinflusst ist, das lasse ich gar nicht feststellen. Wenn ich selber diesen direkten Zusammenhang während der Arbeit oder an einer Arbeit stark verspüren würde, dann würde ich Hemmungen bekommen. Es wäre also für die Arbeit selbst nicht förderlich. Aber da ist Ihre Pferdezucht. Spielt die nicht doch eine Sonderrolle? Ich könnte wahrscheinlich besser beantworten, wenn ich jetzt keine Pferd mehr hätte. Plötzlich. Wenn ich nicht mehr die ganzen Geräusche, die Geräusche den ganzen Tag begleiten, nachts das Schnaufen, das Scharren, die Anwandlungen, wenn ein Hengst sich in eine Stute verliebt, die ganz, wissen Sie, so das, die Zwänge. Erkennen Sie die Pferde im Formschutz ihrer Plastiken? Ich suche sie nicht drin, aber es wird mir gesagt, dass sie da sind. Schauen Sie mal. So. Dem Ausstellungsbesucher wird schnell aufgehen, welchen strenger, formaler Logik Fritz Königs Arbeiten folgen. Freilich nicht im Sinne jener Interpreten, die in Verkehrung der positivistischen Überzeugungen des 19. Jahrhunderts heute meinen, dass es einen folgerichtigen Weg von der natürlichen zur abstrakten Kunstform gäbe. Für Fritz König bilden die Kategorien. Die Ausstellung war der Öffentlichkeit übergeben. Was passierte? Ja, dann. Das vielleicht so, wie wenn ein Sportler nach einer anstrengenden Sache ans Ziel kommt und da stehen dann die Leute. Oder. Denn es ist ja nicht so wie bei einem Musiker, der vor dem Publikum jetzt erst auftritt. Ich trete ja eigentlich ab. Zustimmung. Ich meine, da ist das Dasein einfach der Menschen, die Zustimmung. Man ist ja gar nicht imstande, in so einem Moment jetzt irgendwo irgendwie zu messen. Und dass ich als Herbergsvater nicht ausgeschlossen bin aus dieser Unterhaltung, in denen also die unglaublichsten Anliegen wirksam sind. Ihre Beutestücke treffen sich immerhin auf beträchtlichem Niveau. Fällt es nicht manchmal schwer, sich zu entscheiden? Wissen Sie, das sind eigentlich keine Entscheidungen, die ich gefällt habe. Man hat Schlagseite.
Und dann handelt man. Ich hatte also einen unwiderstehlichen Drang, wenn ich also gute, es muss sehr gute, ich weiß immer, sehr gut sein, nicht einfach, dass man was hat. Und da fahre ich auch weiter, laufe ich auch weiter, um so ein Ding abzuholen, von dessen Existenz ich erfahren habe. Man sucht natürlich sofort nach formalen Zusammenhängen zwischen den Stücken ihrer Sammlung und ihren Skulpturen. Ich glaube, dass der Laie diesen Zusammenhang ruhig suchen soll und so weiter irgendwie Beweise dafür entdeckt, soll er sie notieren. Aber natürlich spinnen die Dinge zusammen. Wir spinnen da herum alle zusammen. Den ganzen Tag in der Früh geht's los. Wer von was und von wem und wieso und wann und wie stark beeinflusst ist, das lasst ihr gar nicht feststellen. Wenn ich selber diesen direkten Zusammenhang während der Arbeit oder an einer Arbeit stark verspüren würde, dann würde ich Hemmungen bekommen. Es wäre also für die Arbeit selbst nicht förderlich. Aber da ist Ihre Pferdezucht. Spielt die nicht doch eine Sonderrolle? Ich würde wahrscheinlich besser beantworten, wenn ich jetzt keine Pferde mehr hätte. Plötzlich. Wenn ich nicht mehr die ganzen Geräusche, die Geräusche den ganzen Tag begleiten. Nachts das Schnaufen, das Scharren. Die Anwandlungen, wenn ein Hengst sich in eine Stute verliebt, die ganz, wissen Sie, so das, die Zwänge. Erkennen Sie die Pferde in Formschutz, ihre Plastiken? Ich suche sie nicht drin, aber es wird mir gesagt, dass sie da sind. Schauen Sie mal so eine Kugel an, schauen Sie mal jetzt diese Rundung an. Da ist irgendwann einmal in dem Pedigree dieser Plastik doch ein Pferd. Jojo. Mit ein paar Griffen könnte man aus diesen Plastiken überall ein Pferd bauen.